Liebe Videofreunde, Petri, halt und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem weiteren Quatsch beim Angler. Ganz spontane Idee, Olli ist zu Besuch. Hallöchen. Schön, dass ihr die Einladung gefolgt bist. Ja, danke. Und ich hoffe, es hat dir schmeckt. Total. Ja, prima. Ja. Was gab es? Aristoteles-Teller mit Tzatziki. Ja, okay. ja, bevor es losgeht, ganz schnell. Stößchen. Oh, danke schön. Stößchen. Was ganz Verrücktes, und zwar, wir hatten ja beide ein Mystery-Paket gehabt von dem guten Voice. Grüße gehen raus. Björn. Ja, jetzt ist es raus, Björn. Björn Voorhees. Ja, und wir haben beide solche Karten bekommen aus der Zeitschrift Video Plus. Ach so. Ich glaube, also für bei mir waren die aus Cinema. Ja, jetzt haben wir die, ja, sind jetzt gemischt. Wir haben die gemischt. Wir haben die jetzt eben gemischt wie so ein Kartenspiel aus der Zeitschrift Cinema und Video Plus. Video Plus kenne ich auf jeden Fall noch aus der Videothekenzeit. Nee. Und ja, kam ja nicht jede Videothek hat dieselbe Zeitschrift gehabt. Ihr habt ja World of Video, genau. Video 2, aber was weiß ich, was da alles gab. Ich glaube, bei McDonalds gab es noch Video News oder so. Kann das was sein? Für Videotheken gab es dann? Einmal World of Video, dann, ich weiß es nicht mehr. Also bei uns hieß, war das, bevor es World of Video hieß, war Video Ring. Deutsche Video Ring. Ja, das gehörte, glaube ich, später alles so zusammen. Und dann, bei uns hieß es einfach nur Timmers. War dann später. Deutsch, wie? Videothek. Ja. Uso, für meine guten Freunde. Ja, auf jeden Fall, die Zeitschrift gab es auf jeden Fall und ja. Daraus sind diese Schnipsel. Es gab auch Kataloge davon. Tatsächlich Kataloge. So kleine, dicke, große, ist ja egal. Auf jeden Fall haben wir beide ziemlich große Stapel bekommen von den Voice. Und dann haben wir gedacht, wir machen mal so Art Quartett. Wir gehen jetzt einfach mal da durch und gucken, welche Filme die wir haben. Und wir teilen uns jetzt brüderlich gegenseitig auf. Ja, ich habe ja Zeit mitgebracht. Ja, wir machen das ganz schnell. So, jeder trinkt 2 Gläser Bier, Fläschchen, Fässer, keine Ahnung. Ganz schnell. Oh nein. Ne? Und machen wir einen Stapel für die Mitte, wo wir sagen, keine Ahnung, kenne ich nicht. Und einen Stapel für dich, wo du sagst, ah, nehme ich, habe ich. Weil Olli hat eine schöne Idee gehabt, wenn gerade zum Beispiel hier so ein Film ist. Wie zum Beispiel sowas hier, rohrfrei. Was ist da? Das hätte ich auch gerne gerade. Ja, vielleicht auch. Es gab eben gehen. Viel Uso. Ja. Da ist gleich, gibt es gleich rohrfrei. Ja, ja und dann, wenn einer den Film hat, muss er sich melden, dann kriegt er das. Ich bin momentan nicht so gut im Erzählen. Es war zu viel Uso. Und dabei war der noch kostenlos. Ja, allerdings. Bei uns im Griechen, der läuft den ganzen Tag darum, nur Uso. Uso, erst hat er uns vergessen und dann habe ich noch so angegeben und geprahlt, du kriegst da Uso bis zum Abwinken. Dann hat er uns vergessen, bald 45 Minuten gab es kein Uso und dann kam auf einmal der Uso, so schnell konnten wir gar nicht trinken. Ja und zack, war die ganze Flasche am Tisch. Ja. Leider mussten wir zu dem Zeitpunkt gehen. Egal, aber ich hatte so oder so genug. Ja. Und dann kann man das so schön Fleisch in die DVD oder in die Blu-ray mit reinlegen. Ja. So was Schönes, gell? Vor allen Dingen steht da immerhin drauf, worum es geht. Finde ich super. Der auch deutsche Erstaufführung. Genau, mit Besetzung und Inhalt, ja. Und Notizen. Videostart. Regie, USA, aus welchem Land, aus Schauspieler, Darsteller. Ja, egal. Wir gehen das jetzt einfach mal durch. Oder sollen wir machen, wer den älteren Film hat? Nee, hey, komm. Auf jeden Fall, mein erster Film ist rohrfrei. Kenne ich absolut gar nicht. Kann ich nichts mit anfangen. Nee, ich habe hier Edgar Allan Poe's Das Schwarze Loch. Geschichten. Dachten ich kenne, ich habe einen Film, der nennt sich Das Schwarze Loch. Ist aber von Walt Disney. Nicht das, was du ach tatsächlich. So, schade. Nein, der Film ist. Oh, finde ich ihn jetzt auf Anhieb? Doch, Das Schwarze Loch. Nee, das ist. Das egal. Ihr Profis da draußen, ihr kennt den Film bestimmt. Das Schwarze Loch von Walt Disney. Hört sich an wie aus einem anderen. Label, aber meistens hat ja braun hat. Ne? Oh Mann. Es gibt auch Bleaching. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich will gar nicht meinen nächsten Titel vorlesen, wenn das jetzt so das. Für uns den Zweitkanal demnächst. Folgt uns auf OnlyFans. Dann haben wir hier, was ist das? Skandal. Schwarze Loch, ein Skandal. Im Schwerbezirk? Kenne ich nicht. Rohrfrei. Rohrfrei, Schwarze Loch, Skandal. Passt uns ja. Jetzt. Ich mache einfach mal weiter mit Schwarze Angst. Das okay. Sagt mir auch nichts.
Roger und Me. Was das ist das denn? USA 1989. Alter, ich kenne das meiste gar nicht. Dann habe ich hier noch mit Robert Redford Schussfahrt 1969. Sagt mir auch gar nichts. Wir können ja so Dings machen, wer die meisten Filme kennt. Ja. Tampopo, Tampopo. Ja, das hört sich auch gut an. Was steht da drauf? Essen und Sex ist im Grunde dasselbe. Deswegen bin ich dick. Die Schulhofratten von Chicago. Ach, den kenne ich. Der Bär. Tatsächlich. Ist ein Film. Mama Bär, Baby Bär. Die Film von Jean-Jacques Annaud. Ja, kenne ich. Ich schon mal gesehen. Also zu VHS-Zeiten kann ich mich noch daran erinnern, aber gesehen noch nie. Ja, kann ich auch zu diesem Film sagen. Den kenne ich auch tatsächlich. Goldie Hawn, Schütze Benjamin. Aber noch nie gesehen. Geht mir genauso. Dann das auch. Das kenne ich auch irgendwo her. Ich glaube, der bekommt irgendwie eine Falsch-Fehldiagnose. Von wegen, du hast Krebs, hast aber nicht mehr lang zu leben. Und ja, und somit wird er zum Kopf, der geht richtig ran. Und irgendwann stellt sich heraus, das war eine Fehldiagnose. Short me. Ich meine, es so in Erinnerung zu haben. Keine Ahnung. Yeah. Vielleicht ist das so ein Film für Shamrock Media. Was kann man so was finden? Wir haben doch sowas. Ich habe hier einen Film von Richard Attenborough. Schrei nach Freiheit, Cry Freedom. Nee. Sag mal. Da bin ich raus. Nee. Sag mir nichts. Ein Film mit Peter Weller. Ne? Och. Short Run. Ja, kurz gelaufen, ne? Ja, oh, ich weiß, das kann ich, glaube ich, nicht zeigen. Warum? Es ist keine Statue, oder? Ist das eine Statue? Keine Ahnung. Dann halt einen Finger darüber. Hast du auch dicke Finger? Noch nie hat einer sowas Gemeines zu mir gesagt. Das sieht immer so klein aus mir bei dir. Guck mal, der sitzt nur weiter vorne. Das schreckliche Mädchen, ein Film von Michael Verhoeven. Nee, von Paul? Verhoeven, bestimmt. Cousin. Ja. So, dann haben wir hier 700 Meilen westwärts. Das weiß ich natürlich nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich den Film kenne. Auf jeden Fall mit Gene Hackman, James Coburn und Jan Michael Vincent. Das ist doch der mit dem Vogel. Mit dem genau. Airwolf. Entschuldigung. Das war, tut mir leid, das war jetzt spontan. Die Wurst geht Pfötchen. War aber Tzatziki und... Oh ja, tatsächlich, das war... ein Film mit Catherine Deneuve, Die schönen Wilden. Dann Siebte Stunde Angst. Kenne ich nicht. Nee. 700 Meilen kenne ich eigentlich auch nicht, kann ich nicht sagen. Also bis jetzt kenne ich nur zwei Filme. Na, deinen kenne ich aber auch, den Schütze Benjamin. Ja, würde mich sogar also vom Sehen interessieren. Ja, dann geht's weiter hier mit Krieg. Schmutziger Kleinkrieg. Sagt mir auch gar nichts. Ist ein argentinischer Film aus den 80ern. Sagt mir auch nichts. Sidewalk Stories aus dem Jahre 89. Erste Aufführung 90. Keine Ahnung. Wie sah deins denn aus da? Schmutziger Krieg. Hier ist ein... Ach nee, Regie. Wo steht denn hier Besetzung da? Peter Falk! Oha! Der Schmalspurschnüffler. Sagt mir auch nichts. Wie? Wer spielt da mit? Peter Falk. Hier Columbo. Da kannst du nicht sagen, Peter Falk. Peter Falk. Ja, gut. Also. So, dann haben wir hier 7 Schönheiten. Oh, 2 sitzen schon hier. Ja. Ne? Also nur noch 5. haltet durch, Mädels, wir kommen. Schloss Königswald. Die letzte Geschichte von was? Die letzte Geschichte vom Schloss Königswald. Ach so. Ja, das Geile ist, auf der Rückseite kann man das schön lesen. Ich tue mir so, als würde ich Kaffee. Also, die 7 Samurai. Ja, das sagt mir was. Das kann nicht viel sein. Aus dem Jahre 19. Das ist die glorreiche 7, das Original. Genau. Guck mal, ich habe schon 3 da. Ja, prima. Ach du Scheiße, Woody Allen, mit dem kann ich gar nichts anfangen.
Der Schläfer und Diane Keaton. Das habe ich da Entschuldigung. Schon mal von gehört. Ja, und dann habe ich hier einen Film mit Christopher Lambert, der Sizilianer. Also ich kenne nur einen Film mit der Sizilianer in dem Titel, und zwar da war mit Bud Spencer, ein etwas ernsterer Film mit dem Carlos Bettasoli. Und hast du geguckt? Habe ich angefangen. Ich musste leider aufhören. Warum? Weil alle 5 Minuten italienischer Originalton kam. Ja? Ja. Das ist dann wahrscheinlich die ungekürzte Fassung. Ich hatte die gekürzte Fassung, wo dann keine, wo ich gesagt habe, die ist so schlecht. Mhm. Vielleicht sollst du dir den mal organisieren. Also mir hat er nicht gefallen. Das ist, wenn, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Also wenn ich einen Bud Spencer-Film sehe, will ich Bud Spencer haben, so wie wir ihn kennen. Er kann zwar auch andere Rollen spielen. Ich habe auch viele Filme von ihm, wo er auch mal andere Rollen spielt, aber weißt du, das hat nicht zu ihm gepasst. Obwohl das eigentlich ein guter Schauspieler ist. Also er hat schon. Egal. Ja, schade. Egal. Ach, mit dem Christopher. Die Schlacht in den Wolken mit Malcolm McDowell, Christopher Plummer und so. Ja, Kriegsfilm Großbritannien, Frankreich 1976. Dann haben wir hier Singles. Kenn ich nicht. Was ist, also. Ich kenne das ganze. Der Schimmelreiter. Dann habe ich hier noch einen Film. Oh. Ja, aber was. Das ist nicht den. Nee? Silverado kenne ich eigentlich unter dem. Gibt es nicht einen Film mit Silverado mit John Wayne? Mit dem Duke? Das weiß ich nicht. Also, weil diesen Silverado, der sagt mir jetzt gar nichts. Ich dachte, es gibt immer Darsteller. Kenne ich auch gar nicht. Weg. Ja, Scheiß auf den Tod. Ach, tatsächlich. Ah, Frankreich, Deutschland. Aha, okay. Ja, aus den 90ern. Er kam aus den Tiefen des Meeres. The Silent One. Yonasi und die weiße Schildkröte. Ach, du Liebe. Aber da musst du bei einem saufen, um den Titel gut zu finden. Aber echt, also. Ich finde ihn gut. Paul Newman in Die Schattenmacher 1989. Also ich gucke ja teilweise, ne, was hier drinnen draufsteht. Mein zweiter Blick ist immer Regie. Selbst die sagen mir nichts. Entschuldigung. Wir haben uns müde gefuttert. Sie möchten Giganten sein. Das sagt mir auch absolut nichts. Paul Newman. Von Paul Newman mit, keine Ahnung, Ken Cassie. Oh, der ist auch mal. Ja, das hätte ich gerne mal alles erlebt. Scenes from the Class Struggle in Beverly Hills, Luxus, Sex und Lotterleben. Das wäre ihr Preis gewesen. Sie nannten ihn A Stick mit Burt Reynolds. Also ich kenne nur das Cover. Ich kenne nur das Cover aus der Hypothekenzeit, ne, wo der mit der Uzi da vorne abgebildet ist, aber den Film selbst nie gesehen. Ich habe, also ich weiß nicht, also so Burt Reynolds ist schon ein cooler Typ so gewesen. Ich kenne ihn eigentlich nur aus diesen, wie heißen die Schlitzohrfilme? Nee, doch ein ausgekotztes Schlitzohr. Ach so, ja. Ja, genau. Aber so Actionfilme, so mit Knarre richtig, habe ich von dem tatsächlich noch nie gesehen. Hast du Filme von ihm in der Sammlung? Nee. Ja, nur Schlitzohr. Ja, ich wollte gerade gucken, wo er ist. Ich dachte eigentlich, ich müsste das immer. Ist ja. Ja. Auf jeden Fall haben wir hier noch Hardy Krüger, Taxi nach Tobruk. Das ist bestimmt teuer. Von hier aus? Hab ich, aber jetzt weiß ich gar nicht. Ehrlich? Taxi, sowas in der Art. Ist das nicht mit Hardy? Doch, das ist mit Hardy Krüger. Doch, den Film habe ich auf DVD. Ach krass. Den Film habe ich auf DVD. Den tue ich mir mal gerade hier hin. Und zwar von Toto. Habe ich noch nicht reingeguckt. Ach, okay. Von unserem Cinema-Film-Review. Ich gucke gerade, ob ich den hier irgendwie finde, so auf Anhieb. Nein, der müsste. Ach, da unten ist ja. Ja, ja. Alles voll. Alles. Ja, ist krank. Es kommt einem gar nicht absolut so vor. Tante Trude aus Buxtehude, da in dem Drehraum muss der sein, da. Harold und Kuma. Aha, egal. Harold und Kuma. Weiter geht's. Jawohl. Söhne. Oh. Nenn ich nicht. Ja, jetzt muss ich mich leider outen. Ein Film, den ich noch nie gesehen habe. Robert De Niro, Taxi Driver.
Ich tatsächlich auch nicht. Ne? Nein, ich hatte ja mal so einen Irokesenschnitt, habe so einen Einspieler gemacht, dann, ja, da ist mir was anderes eingefallen, da ist mir nur von Goonies ja eingefallen. Ich hatte aber auch Ähnlichkeit mit dem ein bisschen. Und ja, und alle sagen dann, ja, Taxi Driver. Ja, ich habe den aber nie gesehen, deshalb wusste ich es nicht. Ich muss, und das nennt sich Filmfern, aber ich bin ja nicht, ich bin nicht allein. Du bist nicht allein. Ich weiß. So, dann haben wir hier Der Skipper. Der Skipper. Mit Jürgen Prochnow. Tau mich auf, Liebling. Mit dem einen und dem anderen. Moment mal. Nee, Randy Quaid. Doch, der sagt mir was. Aber die anderen nicht. Schon so eine blöde Komödie. Dann habe ich jetzt hier einen Film. Saigon. Mit Willem Dafoe. Habe ich sogar in der Sammlung. Auf DVD. Schön. Hier. Tülü. Das war ein gut sortierter Angler. Aber nur, ich habe ja vorher geguckt. Du hast ja eben so viel geschwätzt. Dann konnte ich parallel gucken. Ja. So, dann haben wir nochmal hier Gene Hackman und Mitteln. Target. Zielscheibe. Dylan. Wenn ich immer höre, Dylan, denke ich immer an Predator. Dylan. Beste Kriege? Nee, Bestie-Krieg. Kenne ich nicht. Die wunderbaren Jahre. Ein Film von Rainer Kunze. Nee. Nee. Ups, da bin ich raus. Dann Beruf Reporter mit Jack Nicholson. Also aus solchem Jahr ist der 1973. Ey. Okay. Noch nie gehört. Beruf Reporter. Michelangelo Antonini. Okay. Ja, hier ein Film von Werner Herzog, Klaus Kinski, Wojciech. Wojciech. Ja, der hat's aber auch mit dem, der Herzog hat's aber auch mit dem gehabt, gell? Ja, das war seine Muse. Ja, das war der. Kann auch ein Buch, hat er Quatsch, hatte ich gerade gesagt, ich kann auch ein Buch schreiben. Meine Memoiren mit Kinski, hat er ja. Gibt sogar eine Reportage drüber, gibt's ein Doku drüber, alles. Der hat ja auch den Dings gemacht, den hast du eigentlich mal gesehen mit Kinski, Nosferatu? Ah, schwierig. Ich hatte zwar so ein Short-Video gemacht, wo ich hatte richtig Bock auf den Film gehabt. Ich hatte richtig Bock darauf gehabt, auf mit dem Boot. Wie heißt er? Da steht er. Warte mal, wie heißt er? Ja, genau, ja, der. Du weißt mit dem mal. Langen Titel, ja, ja. Ja, der, nein, nicht mit dem langen Titel da, wo der mit dem Boot, keine Ahnung, wo ja. Der ist. Ich hatte es echt vorgehabt, mir den anzugucken. Und ich war schon mit dem Film unten am Player. Und. Nee. Ich habe ihn dann doch nicht reingeschmissen. Wie hieß der dann? Sag mal, das ist nicht schön. Ich habe den vor Augen. Ich sehe, da unten steht der, aber ich finde nicht. Ist ganz. Ist ja egal, weiter, mach was. Also die Bestechlichen. Die Bestechlichen mit. Keine Ahnung. Hat aber nichts mit den Unbestechlichen zu tun, ne? Nee, nee. Aber wie gesagt, ich wollte gucken. Ich wollte gucken. Ich hatte fast. Aquifils, nee. Was? Nein. American Sniper. Das lässt dich keine Ruhe. Nein, wie hieß der denn? Ah, oh Mann, ich komme aber auch nicht drauf. Ja, ich habe den noch nicht eingetragen. Der hat noch keine Nummer bekommen. Fitzgeraldo. Ah, genau. Genau, Fitzgeraldo. Wo der so, eines Tages ist der Moment gekommen, wo ich schon richtig in die Fresse hau. So, dann haben wir Worte kommen meist zu spät. Hey, Karte. Wir müssen uns Gras geben. Das sind ja ganz so viele. Bellinge. Woody Allen, Woody der Unglücksrabe. Schon mal gehört, ja, aber. Ist ja auch mit dem Woody wenigstens. Woody Allen. Ja, ja. Und, oder von Woody Allen. Mit von und mit. Dann Berlin Blues. Regie. Ich gucke ja meistens immer. Kenne ich alles nicht. Keine Ahnung. Also hochgradig besetzt. Jack Nicholson, Meryl Streep, aber der Titel ist eklig. Wolfsmilch. Aus Ende der 80er. Ist denn das mit Wolfsblut noch? Nee, einfach nur Wolf. Wolfen. Wolf. Wo er zum Werwolf wird. Wolf. Ja. Genau, Hammer. Der fehlt mir auch noch. Dann haben wir hier Bellmann, ein True-Gangster wie der Willen. Aber geiles Cover. Ja, aber. The Wizard of Loneliness, Zauber der Einsamkeit. Keine Ahnung. Rio Bravo.
Habe ich sogar in der Sammlung. Ja, ich auch. Ein Snabbe. Willst du haben für den Snabbe rein? Wenn du ihn nicht willst, ich nehme gerne. Ja, ne. Ich habe ja schon eine Handy von Seiko. ich wünsch, du wärst da. Nee, da ist so anders. Wish you were here. Hm. Ich wünsch, du wärst hier. Bedrohliches Geflüster. Kurt Russell und Kelly McGillis in Winterleute. Wie ein Blatt im Wind. Beethoven. Aus dem Jahre 84. Winkelmanns Reisen. Na, schon Urlaub gebucht. Dann ach. Die Beduinen von Paris. Aus 87. Jetzt kommt was hier für Wilde Pferde mit Charles Bronson. Habe ich aber nicht. Oh, schade. Aber leg's mal nebenhin. Es ist eine Frage der Zeit, bis er kommt. Ja. In meine Sammlung. Du bist. Nee, ich? Nee, ich. Ich habe eben die wilden Pferde. Achso, hier. Bait 21, mitten im Feuer. Habe ich sogar in der Sammlung auf Blu-ray. Wurde mir empfohlen und zur Verfügung gestellt von Manfred, vom Kadaver. Oh, Kadaverchen, liebe ja. Grüße. Ist doch auch mit dem Gene Hackman. Ja, ich kann mit dem gar nichts anfangen. Ja, weil er hat immer so Arschlochrollen. Gerade in den ganzen Clint Eastwood-Filmen. Mhm. Ja. Aber er macht's gut, er macht seinen Job gut. Schneller als der Tod auch. Und Jack Nicholson unschlagbar als Bösewicht. Okay. Die wilden 50er. Keine Ahnung. Der Bauch des Architekten. Was für ein Name. Timothy Hutton, Nastassja Kinski, wenn die Masken fallen. Bangkok Story aus dem Jahre 89-90. Schick. Heiner Lauterbach. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Krass. Das sieht aber geil aus hier. Hat was. Roman Polanskis, wenn Kattelbach kommt. Du Gott, oh Gott. Woody Allen Bananas aus dem Jahre 71. Sehr, sehr cool. Soll ja auch ein sehr, 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 sehr guter Film sein. Robert De Niro wie ein wilder Stier. Ja, das höre ich öfters. Aber ohne Hörner. So, und dann einmal die Ballade vom traurigen Café. Ja, die ist aus dem Jahre 1990. John Lennon, wie ich den Krieg gewann. Junge, Junge. Dann 1982, 3 Golden Globes, bester Spielfilm, beste Schauspieler, Henry Fonda, bestes Drehbuch, und zwar Am Goldenen See aus dem Jahr 81. So steht da, bester Film 82. Ja, Produktionsdatum, Erscheinungsdatum. Ja, genau. Früher war das innen. Marcello Mastroianni, wie spät ist es? Ja, Zeit fürs Bett. Dann haben wir einmal hier Der Tag der Abrechnung mit Bremsen. Die Rotzbremse. Mayo. Cool. Das Bankentrio aus dem Jahre 88. Meine liebe Rabenmutter, USA, Anfang der 80er, geht 2 Stunden. Die tollen Abenteuer des Monsieur L. Punkt. Was ist das denn? Das sagt mir aber was. Shampoo. Ja. Sieht da aus wie hier Werbung für 3-Wetter-Taft, ey. Shampoo. Das brauchen wir bald nicht mehr. So, dann haben wir hier die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten. Habe ich nicht in der Sammlung aus dem Jahre 1964, aber wer kennt es nicht? Ja, das kenne ich sogar tatsächlich. Shanghai Surprise. Ach, ich würde auch mal gern da. Naja, lassen wir das. Ja. Nochmal ein Reynolds. Tödliche Vergangenheit. Nochmal ein Reynolds. Sharky und seine Profis. Tödliche Lippen mit Dingens hier. Wie heißt er? Was für Lippen? Nee, ich hab mich verguckt. Kenn ich nicht. Tödliche Lippen. Achso, eine pechschwarze Punk-Love-Story, Sid und Nancy. Oh, da bin ich raus, was Punk angeht. Hier mit Nick Nolte, tödliche Fragen, Deadly Questions. What? War da gut? Ja. Oh, hallo? Ja,
aus dem Jahre 1990. Haben wir hier ein belgischer Film, Skin, die Haut des anderen. Interessant. Die Skin, das sie gab's... kämpfen für ihr Recht. Das Gesetz der Outlaws. Das, ich tue das mal beiseite, das klingt interessant. Ups, hier ist was runtergefallen. Ja, das tödliche Dreieck. Ja. Oh. Ach, keine Ahnung. Hier, Slam Dance. Weiß ich nicht. Tod oder Joker? Aus dem Jahre 1988. Dann ein großer Science-Fiction-Action-Film. Terminus. BRD Frankreich. Klingt auch. Muss ich mich mal erkunden. Und ein Thriller aus dem Jahre 1987. Tödliche Angst. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Kennt ihr das alle, was wir hier so... Also ich glaube kaum, dass einer von euch da draußen ist. Also ich kann es mir schwer vorstellen, dass einer sagt, hier 50% habe ich gekannt. Ja. Also das ist schon schwierige Titel. Lang vor unserer Zeit. Ja, dann... da kenne ich auch nur den Titel. Ich glaube, ich habe da auch schon mal den Trailer von gesehen. Fantasie, Musik und Träume, die wahr werden. Xanadu. Mit der, wie heißt sie da? Dingens. Olivia Newton-John, mein Gott. Dann haben wir hier Therapie zwecklos. West Side Story. Sagt mir was. Ach, dann haben wir hier Mehr Glück als Verstand. Weiße Nächte nach der Entscheidung. Weiß nicht, sieht aus wie ein Boxer-Drama? Nee. Drei Leben, zwei Welten, ein Traum, Freiheit. Keine Ahnung. Dann haben wir Teuflische Umarmung. Aus dem Jahre 1984 aus Frankreich. Wie ein Panther in der Nacht verschwand er genauso. Dann haben wir hier Natasja Kinski. Roman Polanski, Tess. Kennst du? Nee. That sinking feeling. Ich werde heute Abend dafür sorgen, dass er das braucht. Taxi zum Klo. Ich bitte darum. Ja, dann ein Film mit Richard Harris, Triumph des Mannes, den sie Pferd nannten. Mhm. Wild at Heart. Heart. Oh, den habe ich. Ja? Nicolas Cage, ja, den habe ich. Perfekt, genau, von David Lynch. Die einzige Karte, die kaputt ist. Ja. Scheiße. Moment, ich muss ganz kurz was gucken. Es sind ein paar Doppelte dabei. Die so doppelt sind zum Beispiel, die schmeiße ich hier nebenhin auf den Stapel. Also, ich tue nicht aussortieren. Das sind einige, den hatte ich eben schon gezeigt. Und deshalb tue ich das hier so nebenhin. Taxi Driver, weißt du? Das ist wahrscheinlich eine totale B-Perle. Mit Andy Garcia, Alan Barkin, Tropic War. Und dann natürlich ein Titel, der ist so absurd, weil 1000 Milliarden Dollar ist so bei mir, was kommt denn nach Milliarden? Billionen, oder? Ist ja dann eine Billion, oder? Millionen, Milliarden, Billionen, Billiarden, ja. 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 So war das damals. Der Trost von Fremden. Der Tod kennt keine Wiederkehr. 72. Ja, das ist ja mein Kanal. Oh, Entschuldigung. Aber, ja, Entschuldigung. Hättest du aber richtig kauen können, ein bisschen so. Chris Christoffersen. Ach du lieber Gott. Trouble in my mind. Oh, den, nee, den, Trouble in mind, Entschuldigung. Wenn man den da noch erkennt aus dem Jahre 85. Dann Franco Nero ist Django. Aber heute ist er dann bei dem Todestrio. Der Todestrip. Trip. Nicht Trio. Trip. Dann, ich glaube, der war tatsächlich bei mir im Stapel. Da habe ich, yeah, den habe ich ganz kurz gesehen. Will ich mich auf jeden Fall erkundigen. Sehr, sehr interessant. Stacy Keach, Jamie Lee Curtis, Truck Driver. Das sieht mega geil aus. Australien 1980, den muss ich auf jeden Fall beiseite legen. Dann haben wir hier einen Film mit Clint Eastwood, Jim Carrey und Liam Neeson. Das Todesspiel. Dirty Harry Teil 5 hat mir natürlich in der Sammlung. Jawohl. Also ganze drei Filme kann ich schon. Ja, nicht schlecht. Twist Again in Moskau. Mach mal ein störendes Geräusch, irgendwas Lautes, was keiner hört.
Danke. Du bist again in Moskau. Ja. Dann haben wir Dustin Hoffman. Das ist doch niemals Dustin Hoffman. Wie sieht der? Doch, ist er. Ja. Tod eines Handlungsreisenden. Echt schon eine halbe Stunde. Wer guckt sich so eine Scheiße eigentlich an? Two Moon Junction. Ja, wir müssen uns beeilen. Ich habe gesagt, eine halbe Stunde sind wir wieder ohne. Oh. Wir machen noch 5 Minuten, dann machen wir Schluss. Egal, wie weit wir sind. Wir müssen uns dann leider verabschieden. Ja. Ich hoffe, euch gefällt auch trotzdem das Video. Und wie gesagt. Wie geil. Ah, was dann? Nix. Okay. Tin Man mit Richard Dreyfuss und Danny DeVito und ja, kenne ich nicht. Tin Man. Oh, das kenne ich noch, der Cover. Ja, Frank Zappa ist mir natürlich ein Begriff. Ich weiß nicht, ob das hier ein richtiger Film ist oder Musik zum Film, keine Ahnung. 200 Motels. Alter. Ein Film, ein packender Western-Abenteuer von Sergio Leone, Rod Steiger und James Coburn. Todesmelodie. Ich kenne nur das Cover von früher. Mhm. Ein Film, den ich jahrelang gesucht habe, in der stinknormalen MRA, ein Troma-Film. Eins der teuersten aus der Troma-Reihe. Jetzt habe ich das auf Karte, da freue ich mich. Überfall im Wandschrank oder wie er im Original heißt, Monster in the Closet. Hast du den eigentlich inzwischen? Ja, ich habe die Reihe jetzt voll. Ich brauche nichts mehr. So, den Stapel, den tun wir verlosen, ne? Ja. Ja, tun wir verlosen. Den Stapel von den Filmen, die wir nicht kennen, könnt ihr bei uns jetzt hier gewinnen. Ihr müsst nur schreiben, Hashtag Stapel. Stapel. Hashtag Stapel. Und ja. Schon seid ihr im Lusttopf. Genau. Ja. Könnt ihr bekommen. Wir und filtern uns jetzt die Sahnenstückchen raus und das, was wir nicht brauchen, ist für euch. Ja. So sind wir. Ja. Ekelhaft. Geil. Arrogant. Und zuvorkommend. Wir sind zwar nicht perfekt. Aber es gefällt euch trotzdem. Genau. Hab schon selber vergessen. Die Tiefe. Ach, mit Robert Shaw, ja. Nick Nolte. Der soll wirklich gut sein. Lucid Ghost Jr. Den gibt's auch auf Blu-ray mittlerweile. Für kleines Geld. Der soll echt gut sein, ja. Komm, ich hol auch noch mal hier Sahnestückchen. Wo war es denn? Hier. David Cronenbergs. Die Unzertrennlichen. Zum Beispiel. Oder was auch... Terror in New York. So. Auch nicht mehr lange da gewesen. Einer meiner Lieblingsfilme, Verfluchtes Amsterdam. Ja, hast du den? Ja. Ich habe den immer noch nicht geguckt. Was? Ja. Teufels im Leib. Teufel im Leib. Oh. Ja, da habe ich auch. Also, ich habe auch abends mal einen Teufel im Leib. Ja. Und der will auch manchmal ausgetrieben werden, der Teufel. Ja. Meldet euch mit 555 Nase. So. Die verwegenen 7 ist bestimmt auch bekannt. Dreh mal um. Ich glaube. Ja. Texasville, Jeff Bridges. Ach, guck mal hier, das sieht doch gut aus. Hier, Thomas Millian ist doch bestimmt bei euch Italo-Fans da auch ein Begriff. Viper, ja. Was haben wir denn noch schön? Hier, guck mal. Time Trackers. Ach, wie heißt der denn? Heißt der bei uns nicht anders? Weiß ich nicht. Zeit. Ach, ich weiß, ja. Ach, guck mal hier, ein Oliver Stone-Film, Wall Street. Dann ein Film, den habe ich in der Sammlung, Weißer Jäger, Schwarzes Herz, nicht der beste Clint Eastwood, sollte man aber mal gesehen haben. Ja, wenn der Wind weht, traurig. Top Gun. Ne? Wer kennt ihn nicht? Ich jetzt seit kurzem wieder mir in Erinnerung, auch hier habe ich. Auch ein sehr, sehr interessanter Film. Hier macht mit Carrie Fisher und Dean Stockwell, ja, aus der Serie Zurück aus der Vergangenheit. Wäsche der Zukunft. Wäsche der sehr Zukunft. Geil. Sehr geil. Kenne ich noch aus VHS-Halten, ist jetzt auch rausgekommen in irgendeinem Mediabook. Okay. Ist jetzt neu erschienen. Richtig geiler Film. Sehr, sehr gut. Ich glaube, dann habe ich mir davon kürzlich da die DVD mal geholt. Muss ich mal gucken. Ja, das ist cool. Kenne ich von meinem Vater noch. Dann haben wir hier Time Flash.
Kannst du? Timeflash? Timeflash. Nee. Was ist das denn hier? Ach, das sieht auch interessant aus. Das ist was von Olli. Edgar Allan Poe, wie nochmal schwarze Geschichten, aber mit einem hier der grauenvolle Mr. X. Sieht auch sehr, sehr interessant aus. Den willst du wahrscheinlich gerade haben, gell? Ich schick den auf den Stapel. Ja, guck mal, ob du da noch was Interessantes hast. Ja, tollkrone Flieger. Dann Purple Rain wollte Olli auch haben, gell? Ja, komm, ich erbarme mich einfach mal. Einfach nur mal so, ja, Grüße gehen raus. Der schwarze Hengst. Und natürlich, der schwarze Hengst kehrt zurück. Werner Beinhardt. Oh, geil. Ja. Willst du haben? Ja. Das sieht auch mit Armin Müller-Stahl. Ups, Entschuldigung. Eine saugute Gaunerkomödie. Schweinegeld regiert die Welt. Salvador. Aus dem Jahre vor meiner Zeit. Nee, nach meiner Zeit. 86. Der Schneemann. Marius Müller-Westernhagen. Was? Santa Sangre. So. James Belushi, John Ritter. Wahre Männer. Haben wir noch hier. Oh. Die Waffen der Frauen. Vorhof zum Paradies. Ach, guck mal hier. War doch mit Sylvester Stallone. Ja, stimmt. Der Wolf hetzt die Meute. Ein klasse Clint Eastwood-Film. Habe ich natürlich in der Sammlung. Ja, dann hier der Klassiker schlechthin. Nochmal vom Winde verweht. Habe ich. Hast du auch, gell? Ja, wir sagen. Dingens. Schmutziges Schicksal. Habe ich sogar einen Snapper. Ja, ich auch. sieht auch sehr, sehr interessant aus. Der V-Mann. Da muss ich auch mal gucken. Die Seifendiebe. Ja, ist ganz wichtig. Es wird nicht besser. Nee, aber es... oh, Moment, was ist hier? Nochmal Peter Falk. Ja, na also, jetzt damit kann ich arbeiten. Der vergessene die vergessene Tote. Interessant. Unter Wasser stirbt man nicht. Ach, guck mal hier. Verflucht, verdammt und Halleluja. Oh, herrlich. Man of the East. Verflucht bis zum Jüngsten. Die Verdammten des Krieges. Robert Redford, die Unbestechlichen. Ach, da sind sie ja. Die Unbestechlichen? Oder was? Willst du haben? Nee. Ja, weiß nicht. Ich habe hier noch... Der Unbeugsame. Nochmal. Der Unbeugsame. Ich habe hier nochmal die Verdammten und das war's auch. Der Rest ist... um Kopf und Kragen. So, und sonst ist eigentlich nur noch Titel, also die kennt man wirklich nicht. Also Tucker, Jeff Bridges. Dann hat... Oh. Ja, Nippelalarm. Dead Man Don't Rap, Steve Martin irgendwas. Oh, der ist auch schwierig. Kenn ich nicht. Meine Nächte sind schöner als deine Tage. Welche Tage? Dann Der Puppenmord, eine deutsche Komödie, habe ich sogar in der Sammlung. Dann haben wir hier, was ist das denn? Was sie schon immer über Sex wissen wollten. Ach du Scheiße. Aber bis... Herr ja, nie zu fragen, Wagner. Ja. Ach komm, hör auf. Ach, ja. So viel Woody Allen. Dann haben wir noch Tutsi. Tutsi. Und dann Trax. Ist das nicht der Dings von... kommt mir so bekannt vor. Der blonde Typ da. Und dann Transamerika Express und noch jede Menge, die ich so zwischendurch mal aussortiert habe. Trans oder binär? Ja, 42. So, das war's. Ein bisschen Quatsch mit Angler und Pickerchen. Und wir verabschieden uns wieder. Wir gehen jetzt wieder runter zu den Ladies, weil ich habe gesagt, eine halbe Stunde sind wir wieder da. Ja, wir müssen sonst nachzahlen. Jede Minute kostet Geld. Nachsitzen. Ach so. Ja, ich habe Angst verwechselt. Vor der Bestrafung. Wir sind, vielen Dank fürs Reinschauen. Ihr könnt ja mal mitteilen, wer hat bis zum Schluss geguckt. Wie fandet ihr das Format? Ja. Was ist das Format? Diese lustige Idee, dachte ich einfach, komm,
Wir wollten mal ein bisschen so durchsortieren, welche Karten kannst du gebrauchen, welche Karten kann ich gebrauchen, welche Filme haben wir in der Sammlung, wer kennt die meisten Filme. Ja, es ist Gleichstand, ich kann sogar einiges in Blu-Rays und in DVDs reinmachen, gerade die ganzen Clint Eastwood-Filme, das freut mich. Ja, bis zum nächsten Mal, euer Filmangler und euer Moviepicker. Denkt dran, Hashtag, was hat man gesagt? Stapel? Stapel. Ja, ne? Hashtag Stapel. Hashtag Stapel. Ja. Und dann mache ich eine kleine Auslosung. Vielleicht sogar in einem Livestream. Bleibt einfach dabei. Ja, und dann könnt ihr den Stapel haben. Vielleicht kennen. Ja, also, ja, es sind schon einige. Ja. Es sind schon einige. Björn, vielen Dank für die tolle Sachen hier. Ja, bevor die jetzt hier in der Ecke liegen, vielleicht ist da einer dabei, der kann die gebrauchen. Also, wenn einer wirklich sagt, er hat 50% gekannt, glaube ich aber kaum, weil. Eigentlich kennt man im Laufe der Zeit einige Filme, aber das war ein bisschen zu vieles geworden. Ja. Ja. Es waren auf jeden Fall sehr, sehr coole Titel bei, die ich mir auch hier beiseite gelegt habe, wo ich auf jeden Fall mal nachrecherchieren werde, die mich interessieren, wie gesagt. Und ja, das könnte euch gehören. Ja. Mit Hashtag Stapel. Ja, Hashtag Stapel. Horrido. Tschüss.